Jo, herzlich willkommen zurück zu meinem Season 2 Vertigo Let's Play. Auf geht's in Level 16. Und wir haben neue Gegner, Lies. Der nennt sich Spike, Classified Military Prototype. Okay, von mir aus. Größe 6 Meter. Bewaffnung Confidential. Ich habe keine Ahnung, was ich damit, was habe ich darunter zu verstehen? Ich habe keine Ahnung. Unbekannt oder was? Gefahr hoch. Oh Gott, das scheint ja wohl ein ziemliches Missstück zu sein, wa? All information regarding the Spike Project has been made classified per S. Point Dravis. Also jede Information bezüglich dem Spike-Projekt wurde klassifiziert. Pff. Oh Gott, krieg's grad nicht hin. Naja, auf jeden Fall irgendwie sowas von diesem komischen Dravis-Typen. Ja. Ah, ja. Das ist natürlich interessant, Confidential. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Na gut, speichern wir und dann sehen wir uns das nächste Mal mit diesem Level wieder. So, herzlich willkommen zurück zu meinem Season 2 Vertigo Let's Play. Auf geht's in Level 16 namens Fold Zandura. Sieht ja interessant aus fürs Erste. Und die Musik fetzt ordentlich und wir haben, ja, den neuen Gegner ja letztes Mal eingeführt bekommen. So. Okay. Lass ich dich erstmal raus. Wo wir ja noch nicht wissen, was Dravis da für eine Bewaffnung reingesetzt hat. So, ne? Weil das klang ja so, als hätte er den designt. So. Na gut, der hat sowieso die ganzen Robots designt. Aber ist das gerade neu, dass der auch mit Waffen bestückt hat? Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber wer weiß. Wer weiß, was das wirklich für ein Typ ist, ne? Man weiß das nicht. Vielleicht gab es gar kein Virus. Vielleicht wollte der Dravis die ja so haben, die Viecher. Ja. Dravis traut man alles zu. Oh, gleich die rote Tür, aber ja. Gib mir den Schlüssel, dann gehe ich da rein. Das kann ich auch. Das ist gar kein Problem, ne? Gegner. So. Oh, das ist auch einer. Ach, Gegner, Lee. Sei kooperativ und spiel. Naja, dann brauche ich mir das Ding. Oh, da war eine Mercury, ja super. Das ist doch perfekt. Hier alles zusammen. So. Okay, speichern. Und meine Musik ist zu leise bei mir. So, gleich mal lokal lauter gemacht und ich habe schon wieder vergessen, auf die Uhr zu gucken. Kleinen Moment. Ah, okay. Ich hab's vor mir. So. So. Okay. Ist da ein Gegner-Li? Wo ist das Gegner-Li? Da ist doch bestimmt ein Gegner-Li. Oh ja, da ist ein ganz böses Gegner-Li sogar. Aber das Gegner-Li sieht mich nicht. Das ist natürlich vorzüglich, dass mich das Gegner-Li nicht sieht. Ja. Ach, das bist du. Oh Gottes Willen, erschreckt mich doch nicht. So. Und neue Guided. Das ist natürlich ein willkommenes Geschenk. Ne? Wird dankend angenommen. Ja, die Flash, die brauche ich jetzt nicht so dringend. Was haben wir hier noch? Den Rückflug, ne? Jo.
den Rückflug. Okay. Hier ist auch irgendwo ein Secret Exit, was ich finden muss. Ja, leider Gottes. Das ist natürlich immer blöd. Ich mag das nicht, wenn ich was unbedingt finden muss. Aber okay. So. Gegner Lies. Sind da Gegner Lies? Ich will das jetzt wissen, ob da Gegner Lies sind. Sehe keine. Noch nicht. So ein Gegner Lies will ich jetzt nicht haben. Oh, das sind natürlich Gegner Lies. Ah, wo sind denn die Gegner Lies jetzt? Da hinten. Es kommen Rüste. Die Gegner-Lies treffen mich. Oh, noch einer. Genau, deine Energy her. Die hilft mir. So, dankeschön. Oh, Gegner-Lies. Oh, das sind jetzt viele Gegner-Lies. Einfach mal reingeholzt, ne? Ja, ganze Arbeit macht das hier. So, speichern. Uah. Noch mehr Gegner Lies. Der war nicht gemeint. Verflucht. Komm raus da jetzt. Ja, du bist so... Och, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie scheiße du bist. So. Geh halt sterben. Das kann auch so einfach sein. Einfach nur drauf gehen. Die. Alter, jetzt geht drauf. Das gibt's doch nicht. Soll drauf gehen. Irgendwie bringt das alles nichts hier. Es ist ein Miststück. Gibt's ja einfach nicht. Schön langsam die Flash. Es ist... aus. Jetzt kommt dann draus was. Na, endlich. Krampf. So. Oh Gott. Okay.
Okay, ja, wie komme ich jetzt hier überhaupt weiter? Oh, was hast du hier? So. Bleib da schön drin. Herkommen. Wie komme ich denn da rein, Mensch? Ach, da hinten ist ein Schalter liegen. Ah. Da ist ein Schalter. Mensch, sag das doch gleich, dass da ein Schalter liegen ist. Verdammt, fliegt er nochmal hin. Komm her, da bist du gefangen, ich weiß das. Du hast keine Chance zu entkommen. Ich muss aber hier bleiben. Weil der von der anderen Seite wieder rauskommen kann. Jetzt kommt der nicht, ey, verflucht. Nein, ich bin verloren, glaube ich. Oh. Wir machen das nochmal neu, weil ich blöde Wand gerammt habe. So. Na gut. Erstmal hier wieder zurück. Der wird schon kommen. Müssen wir wieder down kriegen jetzt. Komm her. Na komm. Ja, so geht's das Leben. Hart und gemein und eingefangen in der Hölle. Ja. So. Ist diese Banause schon mal weg? So. Leider bleibt die Schieds nicht ewig. Ich glaube, das ist das Traurige. Das betrübt mich so ein bisschen. So. Hier ist nochmal ordentlich die Gauss-Munition. So. Okay, hier ist noch mehr Zeug. Okay, so. Doofe Ecke. Aber lässt sich wohl nicht ändern. So, gut. Kommen bestimmt gleich 1000 Gegner rum. Ja, natürlich, mach doch gleich den dahin. Ey, ihr spinnt doch. Das ist bitter. Boah. Den jetzt gescheit kriegen. Läuft. Läuft doch. Und er spendet mir eine Mercury 2 sogar. Oh, scheiße. Ja, da ist einer. Ich hab mit dir, aber das verbraucht zu viel. Das ist ärgerlich daran.
geht doch so wunderbar. Da gibt's doch nichts gegen zu beanstanden. Oh, Dreieck. Ja, von dem anderen Gegner noch. Ja, sind die Mercury ist ja wieder voll. Gut, den blauen Schlüssel scheine ich schon direkt zu brauchen. Na wow. Ach, du bist das nur. Ja, komm her. Hol dir deine Portion Helix ab, ne? So. Speichern. Ganz wichtig. So. Okay. Na, was ist hier noch Schönes, hä? Hm? Auf den Laser wieder wechseln. Wir sollten die Gauss benutzen. Guck dir das mal an hier. Ein lieber Herr Gesangsverein hier. Die ist ja fast voll. Das sollten wir nutzen. Was ist hier los, hä? Was ist hier los? Oho. Ich habe aber nicht gemeint, dass ich jetzt Shield verlieren will. Deswegen gibst du mal was her, dann bevor das alles wieder verschwindet. Denn hier ist ja so viel. So. Und da oben war auch noch was. So. Perfekt. Und dann speichern wir das mal. So. Speichern und fertig. So, weiter geht's. Perfekt. So. Weil es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, die Sheet zum Sieve-Bot zu nehmen, weil die waren ja eh dauerhaft da, soweit ich weiß, ne? Hier leuchtet was auf. Woran liegt es? Ist da was hinter? Nein. Der da. Komm her. Hol dir deine Position Helix ab, ne? Magst du doch so sehr. So. Mercurys. Oh, noch eine Helix-Kandidat. Wie du den siehst. Hallo Gegner, Lies. Wo kommt ihr jetzt her, hä? Lass mich raten, ihr kommt hier raus. Ich glaube, das ist eine Zeit, hier mal ein paar Smarts auszulegen. Haha, es war in der Zeit, ein paar Smarts auszulegen, definitiv. So, speichern. Wir müssen die Gauss benutzen, die ist fast voll. Wir müssen ernsthaft die Gauss benutzen, aber es lohnt sich doch bei diesen Ochsenviechern einfach überhaupt nicht. Komm raus. Sehr schön. Okay, der Gelbe. Erstaunlich ruhig hier.
Schon beängstigend ruhig. Aha, deshalb. Verdammt, nee, die Smart Bombs hier noch nicht einsammeln sollen. Naja, was soll's. Hab ich jetzt überspeichert. Lebt noch, was zur Hölle? Nee, doch nicht. Aber sowas von lebt er noch. Wo ist denn der? Ach, da hinten. Echt? Das erklärt einiges. Und hier ist noch ein Schalterli. Irgendeine Wurzel. Oh. Cool. Wofür ist das gedacht? Ich nehm's mal mit. Hier irgendwas noch zu finden? Nee. Aber hier ist irgendwo noch. Warum habe ich das? Warum? Uff. Wird mir jetzt ein bisschen mehr Feuer geben? Dann können wir die so plätten. Wenn wir ein bisschen mehr Feuer geben, meinte ich. So. Wo ist denn der Ausgang überhaupt? Da. Da ist er. So. Nicht die Mauer rammen. Kann doch nicht sein. So, raus hier. Oh, hier müssen wir raus. So, mach auf. So. Und dann haben wir hier unten Gegner, Lies. So, und was machst du? Auch eine Wand auf. Ich auch immer. So. Mercury ist noch. Oh, die Gauss ist voll. Ich mich am Arsch ernsthaft. Ist ja. Wieso, warum ist hier so viel Gauss-Munition? Ich meine, ich finde das ja schön, ne, aber. Okay. Aber es verwirrt mich, dass hier so viel davon ist. Ich meine, ich will mich nicht beklagen oder so, aber es ist verwirrend. Na gut. Nee, aber dann lass uns nicht hier zurückfliegen. Weil da mache ich mich ja wieder an die Suppe kaputt. Das ist nicht so schön. So, dann flieg lieber hier zurück. Ist da eigentlich? Ah ne, da war nur der Schalter. Da war nur der Schalter, dann müssen wir jetzt hier rüber. So. Vielleicht hätte ich dafür die Kloaken-Dingsbums nehmen sollen. So. Okay, aber ich denke, ich beende mit hier mit dem Part, weil wir haben ja die erste Halbzeit rum. Somit sage ich, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.